Jo, halt zurück zu Cyberpunk. Also irgendeiner hat mal gesagt, dass in Night City irgendwie es los wäre. Na ja, okay. Hab schon weniger Sachen. Oh, hi, die warten hier auf irgendwas. Also egal, wer wartet noch? Takemura wartet. Und dementsprechend sollten wir uns vielleicht nicht warten lassen. Er ist irgendwo im Versteck. Und da fahren wir mal mit unserer Bonzenkarre hin. Gleich fresh von Pimp My Ride. Wo sind wir? Wo ist die Karre da hinten? Okay. Ja, so. Die ist wirklich sehr nice. So, auf geht's. Fahren. Der hat einfach keinen Bock mehr. Ah ja. Einmal hinten reingurken, dann fährt er schon weiter. So, ich habe keine Zeit, Leute. Ich habe einen Auftrag. Schöne, ruhige Cruising-Town-Mucke. Search and Destroy hört sich nicht so gesund an, ne? So, da vorne ist es schon, okay. Mit einer besonderen Eilmeldung. Ein Cyber-Psycho-Angriff erschüttert Wellsprings. Der 28-jährige Lester McKenzie eröffnet. Tja. Cyber-Psychos müssen wir auch noch einsammeln. Okay. Ist irgendwo oben dann, oder was? Okay. Wir nehmen die Treppe. Oh, ein bisschen finster hier. Viermal klopfen. Okay, komm rein. Schnell. Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Bullshit, wie denn? Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Mhm. Ich hatte keine Wahl. Ich habe ihr Tee angeboten. Du entfiehlst Tamako und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein? Hallo, wir wollten so nicht mehr sprechen. Ja, sie hat freundlich abgelehnt. Ja, hätte ich auch. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Vielleicht hört sie auf dich. Oh, mein Brain. Hanako-sama, Kanojo ga Rei no Jinbutsu desu. Douka Hanashi wo kiite agete kudasai. Hanako-sama. So, ich setz mich immer hin. Ich war dort. In der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Hör zu, ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal. Ich weiß auch, dass du ehrenhaft und vertrauenswürdig bist. Deshalb habe ich ein Angebot für dich. Du? Ein Angebot für mich? Der Relic, den dein Bruder an Netwatch verscherbeln wollte, ist in meinem Kopf. Ich habe mir eine Kugel eingefangen, aber die Chiptech hat mich gerettet. Und jetzt bringt sie mich um. Eins eurer Persönlichkeitskonstrukte, ein Engramm, überschreibt meine Psyche. Ich muss das aufhalten, ehe es zu spät ist. Und du kannst mir dabei helfen. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes ihrer Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihr mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Na, die ist ja nicht so überzeugt.
das gehört? Oh oh. Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Alter. Okay. Landgranaten. Auf den Bodenstörper, nicht bewegen! Letzte Chance, von hier zu verschwinden! Takemura! Ich kann ihn nicht im Stich lassen! Vergiss den Typen, der ist Geschichte! Und du auch gleich! Takemura, Halt dich bedeckt! Augen auf! Wir sind im Flur! Rein theoretisch ist er da hinten das Treppenhaus, ne? Und da geht's auch lang, dann machen wir das auch mal. Gute Takemura. Oh! Okay. Los, 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 wie immer. Ah, der hat seine Knarre vergessen. So, Takemura, ich komme. Müsste eigentlich oben sein, oder? Scheiße, was machst du? Spinnst du? Dem kann keiner helfen! Oh! Das ist doch aber hier schon, oder? Ich dachte, hier müsste jetzt rein. Nein, ist noch ein höher, okay. Wow, der fightet doch heftig. Wir haben schwere Verluste! Das glaube ich auch. Takemura, gegen wen fightest du denn hier? Junge, wir müssen hier raus. Der ist gechillt! Nicht zurückkommen dürfen! Ihr werdet nicht sterben! Dank mir später! Dude, shit. Wir müssen hier raus, und zwar schnell! Jetzt hat sie mal auf der richtigen Seite! Hier schau! So, Takemura. Nehme ich mir noch alles mit, was hier im Nagel fest ist. Schling. Ja, lass mich ein bisschen gucken. Dringel nicht so. Mhm. Überhitzung nicht gut. Wo ist Takemura? Was haben die hier? Hilf mir, wie? Wo bist du denn? Komm mit.
Exit drauf ist, ist auch Exit drin, dachte ich eigentlich. Irgendwas hacken. Oder wir gehen wirklich hier hinten runter. Na gut. Komm schon. Nicht mehr lange. Ja, relax. Hei, hei! Komm schon! Was für ein Bonsai? Oh, gehen weiter. Oh. Wir müssen uns trennen. Allein haben wir bessere Chancen. Ach ja? Was du nicht sagst. Dann geh! Jetzt! Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Etwas später, ja. Halt die Klappe. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die ist doch das alte will, Motel, ne, wo dort. Wir schon mal waren, oder? Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Genau. Johnny? Jetzt halt die Klappe. Ja. Halt jetzt die Klappe. Bitte. Sinnlos vor sich hinzulabern, bringt keinem was. Ja. Der Spieß hat sich gedreht. Johnny, verdammte Scheiße. Jetzt sind wir die, die rumsitzen und auf Sagas Truppen warten. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Was, wenn es Goro ist? Mach dir nichts vor. Der hat sich seit 24 Stunden nicht gemeldet. Totale Funkstille. Ruhe und Frieden, Bastard. Du hast ihn doch gesehen. Selbst ohne Implantate war er ein wahrer Kämpfer. Er schafft das. In Night City ist es egal, wie gut du bist. Allein bist du immer am Arsch. Hörst du das? Na, da kommt er daher. Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur einer? Finger am Abzug weh. Ich habe eine Nachricht für V. Fass die Tür nicht an. Wer ist da? Ich sagte, wer ist da? Willst du, dass es jeder im Motel hört oder lässt du mich rein? Ich bin bewaffnet. Mach ja nichts Dummes. Endlich. Okay, was ist das denn? Das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen,
Ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako? Bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Na, das ist schon mal gut. Hast du von Goro gehört? Wir mussten uns auf der Flucht trennen. Takemura ist in Sicherheit. Sauber. Mehr musst du zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Wie hast du mich gefunden? Dachtest du denn, es würde ausreichen, die Stadt zu verlassen? Takemura sagte, er hat dir einen Tracker angehängt. Aber selbst wenn nicht, Arasaka findet absolut jeden, wenn es sein muss. Ich kotz gleich. Na, beides nicht gut, ne? Der kleine Takemura. Okay. Na gut, du Takemura. Glaubst mir also. Und was passiert jetzt? Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Mhm. Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten. Nicht schlecht, ne? Also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich könnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Genau die, die Erfinderin des Soulkillers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Dengramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Na, eingeschlafen? Treffen wir uns persönlich. Okay. In Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Ja, ganz was Neues. Das war's, oder? Ja. Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sakerschläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat dich doch nicht etwa erreicht. Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, einen irren Bruder und eine Scheißdiebin. Genau deshalb hat sie einen Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm. Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt. Was denn? Noch ein paar dreckige Wörter über die Porzellanschlampe? Scheiße. Oh. Achtung. Fuck. Das sieht nicht gut aus. Johnny. Noch bist du nicht tot. Ich hab dich.
Johnny. Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Ich weiß nicht mehr, was gut waren, die roten oder die blauen Pillen. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Pista Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit. Ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Okay, ich glaube dir. Danke. Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen. Das würde ich auch gern tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich da liegst und Zeit vergeudest. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Das ist eine gute Frage, ne? Dämliche Frage. Ja oder nein? Ja, würde ich. Die Marke hat mal einen Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Ich aber das kann, weiß ich nicht. Ich würde das auch für dich tun. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Was denn sonst? Ja, hast eine bessere Idee, genau. Hast du eine bessere Idee? Noch nicht. Aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Okay, verstanden. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Rogue, okay. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Ich
soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan. Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, ich komme gerade aus dem Seelenknast. Guck mal, mein neuer Arsch. Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Boah, das ist... okay, ich mach's. No risk, no fun. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Hotel Pistis. Es ist blöd Sophia, mit diesen. Hieß es so. Ja. Mhm. Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Das ist ja bescheuert mit diesem B immer, ne? Bei den Dialogen. Ich habe eben auch wieder einen übersprungen, weil der am Knien war. Das ist halt ärgerlich. Naja. So, wie kommen wir hier raus? Ich glaube hier durch. Wupp. Na, guck mal. Klappt sogar. Mit Treppe runterlaufen. Okay, ich bin aber jetzt eher so auf dem Trip noch ein paar Sidequests, weil es geht hier irgendwie immer mehr. Takemura haben wir jetzt zum Glück ja gerettet. Und wie es jetzt da weitergeht, ich weiß nicht. Wenn die jetzt schon mit uns direkt sprechen, dann das hört sich so für mich wie Endboss an. Und es gibt so viele Sachen noch zu machen. Ich mache erstmal wieder ein paar Nebenquests. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.